Okay, hallo, liebe ABC-Freunde. Wir sind heute wieder zum Training pünktlich im Stadion. Und hier haben wir einen, den kennen noch nicht viele. Das ist unser Lars Bohm. Aber mehr weiß ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, wo er spielt. Ich weiß nur, dass er das gleiche schicke Trikot anhat wie ich. Lars, was machst du hier? Seit wann bist du bei uns im Verein? Ja, ich bin seit dieser Saison zugestoßen und bin mit großen Zielen angereist und hoffe, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden. Das hoffe ich auch, wenn sie mal endlich anfängt, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Aber woher kommst du? Ursprünglich aus Bad Breisig, bin aber jetzt Ende letzten Jahres nach Bad Neuenahr gezogen, weil ich in Bonn arbeite und so hat sich das Ganze dann ergeben. Wunderbar. Du hast jetzt ja natürlich schon einige Fußballjahre auf dem Puckel, denke ich mal. Du siehst ja ganz gut trainiert aus. In welchem Alter hast du angefangen? Mit 6 Jahren Bambini, ganz normal, alles durchlaufen. Mit 17 dann das erste Oberligaspiel gehabt, bei der SV Rosbach-Verscheid. Dann knapp 8 Jahre in der Oberliga gespielt. Und dann ist der Verein insolvent gegangen, wo ich gespielt habe. Dadurch bin ich dann eine Liga tiefer zu SG Mendig-Bell, habe dann da ein paar Jahre gespielt, dann nochmal einmal zu TuS Koblenz, dann wieder zurück nach Mendig und jetzt halt in Ahrweiler gelandet. Ja, ist natürlich ein Riesenunterschied, in den verschiedenen Ligen zu spielen, ganz andere Anforderungen, die man da hat. Ne? Welches Alter hast du jetzt? 28 Jahre. 28, ja, da sucht man sich natürlich schon eine ruhigere Liga aus, weil da kommt man ja an so ein gewisses Fußballrentenalter. Merkst du das schon? Nee, noch gar nicht, ich bin topfit. Bist du topfit, ja. Du sagst Oberliga und wenn du jetzt das so vergleichst, wenn du dieses Trainingpensum da siehst, merkt man einen Unterschied zwischen der Oberliga und der Liga, in der du jetzt trainierst? Ja, das merkt man schon von der Schnelligkeit her, weil da die Leute noch einen Tick schneller im Kopf sind. Ja. Aber die Rainer Liga hat sich auch in den letzten Jahren schon verstärkt. Und deswegen ist der Unterschied nicht ganz so gravierend wie früher. Okay, jetzt haben wir natürlich auch ein paar weibliche Fans und da müssen wir ja auch was für tun. Bist du schon liiert oder bist du noch frei auf dem Markt zu haben? Denn wir wollen was für weibliche Fans tun. Überleg dir die Antwort richtig. Das bleibt ein Geheimnis. Also, liebe Mädels, kommt mal ruhig vorbei, dann könnt ihr ihn persönlich fragen. Ich denke, da haben wir einen ganz netten Spieler bekommen. Das war unser Lars. Vielen Dank. Wir freuen uns schon auf das erste Saisonspiel und dass er vielleicht ein paar Tore knipst. Dankeschön, Lars. Dankeschön. Wen suchst du? Der da hinten, der da steht. Wer ist das denn? Als Trainer. Und wie sieht der aus? Wie sieht der aus? Der hat so einen Bauch. Ja. Und der hat eine Brille an. Erinnert dich der Bauch an jemanden? Papa? Ja. Ja? Der ist aber ein bisschen schlank als der. Na, na, Gott sei Dank, du. Aber das übertragen wir natürlich alles nicht. Wer ist denn da hinten? Doch. Ist da hinten? Ja, jetzt haben wir schon den zweiten Zugang, den zweiten Neuzugang beim ABC, der Marco Michels. Freue mich, dass ich euch diesen auch vorstellen darf. Marco, wo kommst du her und warum bist du eigentlich zu uns gekommen? Ja, also ich komme aus der tiefen Eifel, Nähe Görlstein, also der Ort heißt Walsdorf. Ich bin jetzt seit ein paar Wochen hier in Bonn und bin hier mit meiner Freundin zusammengezogen. Und ja, hatte im Vorfeld ganz gute Gespräche mit dem Ahrweiler BC und ja, so hat sich der Wechsel dann letztendlich ergeben. Ne? Das heißt, beruflich bist du nach Bonn gekommen und hast dann einen Verein gesucht, der dann auch so deinem Niveau entspricht? Nein, also beruflich nicht. Ich bin aus privaten Gründen nach Bonn gezogen. Ich bin zu meiner Freundin gezogen und da ich halt auch ganz gerne im Fußballverband Rheinland bleiben möchte, hat sich der Wechsel angeboten, ne, für Ahrweiler. Wunderbar. Du spielst seit wie vielen Jahren Fußball und wie alt bist du jetzt? Also Fußball spiele ich schon seitdem ich denken kann und ich bin jetzt 26. Ja. Ja, hast du noch 2-3 Jahre vor dir das Ganze. Auf welcher Position bist du denn zu Hause? Ja, ich bin Stürmer. Rechts oder links? Mittelstürmer. Mittelstürmer, ja, bei Mittelstürmer weiß man ja nicht, ist es ein Rechtsausleger oder ein Linksausleger? Oder schießt du beide Beine? Also ich bevorzuge den rechten Fuß, aber wenn es mal der Kopf oder der linke Fuß ist, dann dann treffe ich auch damit. Jetzt ist man natürlich als Mittelstürmer ja auch vom Verein ausgewählt worden, damit man natürlich auch ein paar Tore macht. Sonst braucht man ja keinen Ausknipser vorne in der ersten Linie. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass sich der Spieler auch was für das neue Jahr bzw. die neue Saison was vornimmt. Wie viele Tore hast du dir denn vorgenommen? Ja gut, ich meine, Stürmer wird natürlich immer an Toren gemessen, aber ich muss erstmal in die Mannschaft reinfinden, muss die Jungs kennenlernen. Ich denke, dann wird man da einfach sehen, wie es läuft. Ne? Und,
ja, wie gesagt, die ersten Eindrücke sind nach wie vor sehr, sehr gut. Von den Gesprächen im Vorfeld angefangen bis hin zu den ersten Trainingseinheiten mit den Jungs. Und ja, lass das Ganze einfach auf mich zukommen und ja, der Rest wird dann auch schon klappen, ne? Wenn es in der Mannschaft passt. Ne? In welcher Liga warst du vorher am Spielen? Ja, ich habe jetzt zuletzt bei der SG Schneife gespielt. Gleiche Liga? Ja, genau. Und auch bei der SG Elscheid, da habe ich auch in der Jugend Fußball gespielt und dann nachher auch im Seniorenbereich. Und dann habe ich noch beim FSV Salmrohr gespielt in der Oberliga. Ne? So, wenn du hier das Training mitmachst, ist das ein hartes Training? Ist das gut? Ist das ein anspruchsvolles oder könntest du noch eine Schippe draufpacken? Nee, also vom Anspruch her ist es schon recht ordentlich. Ja, wir hatten jetzt natürlich erst, ich glaube, im 4-Wochen-Rhythmus jeweils Montag und Freitag Training. Die richtige Vorbereitung geht jetzt erst am Sonntag los und ja, da bin ich zuversichtlich, dass die Trainingseinheiten genauso positiv gestaltet werden wie jetzt auch. Ja, wenn man immer neue Leute dazu bekommt, dann weiß man nicht, spielen die oder spielen die nicht. Mit wie vielen Leuten konkurriert ihr um deine Position? Ja, sind von der Jugend auch ein paar Offensivspieler in die erste Mannschaft reingekommen. Ja, und ein paar etablierte Spieler gibt es auch. Also ja, wird schon einen Konkurrenzkampf in der Vorbereitung erleben. Aber ja, man muss natürlich ehrgeizig sein, um das Ziel Stammplatz erreichen zu können. Und ja. So muss man das angehen. Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft, das gehört natürlich auch dazu. Und wenn man ganz alleine auf der Position wäre, dann holt man nicht das Letzte aus sich raus. Das sollte natürlich auch klar sein. Denn, wenn du das jetzt so beobachtest, rechnest du dir dann die Position aus oder denkst du, Mensch, du, da sind echt starke Gegner, die auch meinen Platz haben wollen? Oder denkst du, du kriegst das schon ganz gut hin? Ja, Also ich schätze jeden Mitspieler. Klar, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber ja, ich bin da eigentlich selbstbewusst, dass ich das schaffe. Und ja, jetzt wird man einfach sehen, wie es in der Vorbereitung läuft. Ne? Ja. Verletzungspech oder wie sieht das aus die letzten Jahre oder gerade eben? Ich meine, du hast ja auch kein, wie die anderen genauso, kein permanentes Training gehabt. Das heißt, es fehlt ja auch, dass man trainiert, man geht ins Fitnessstudio, aber diese Intervallsportübungen etc., die merkt man dann doch an der Kondition und natürlich auch an der Stabilität des Körpers und letztendlich, wird man verletzt oder nicht, ist davon auch wieder abhängig, oder? Ja, absolut. Also ich meine, man versucht sich natürlich in der fußballfreien Zeit in irgendeiner Art und Weise fit zu halten, aber ich denke, der Mannschaftssport und die Belastung, die man teilweise in den Trainingseinheiten hat, die ist halt ganz einfach eine andere. Aber wie gesagt, ich denke, dass hier in Ahrweiler auch mit dieser Vorvorbereitung, dass es eigentlich gut ist, dass man nochmal reinschnuppern kann. Mhm. Jetzt hatten wir quasi 4 Wochen, jetzt haben wir nochmal 7 Wochen Vorbereitung und das heißt, wir haben dann insgesamt 11 Wochen. Ich denke, da können wir gut gerüstet in die neue Saison gehen. Und träumst du dann vom Aufstieg und was würdest du dafür wetten? Ja, also hier wird natürlich das Wort, ich nehme es noch nicht in den Mund, wird hier angepriesen, sage ich mal, aber ich werfe oft gerne ein paar Münzen ins Phrasenschwein, aber jede Saison muss erstmal gespielt werden und ich denke, es ist noch ein ganzes Stück Arbeit, aber wenn wir, ich denke, ehrgeizig sind und an unsere Leistungsgrenze Woche für Woche gehen, dann haben wir gute Chancen, oben mitzuspielen und was dann letztendlich dabei rauskommt, muss man sehen. Das glaube ich auch. Marco, vielen Dank und herzlich willkommen bei uns im ABC. Dankeschön. Ja, wir haben hier den Michael Hildebrand und der lungert hier bei jedem Training rum. Erst habe ich gedacht, der ist von einem anderen Verein und der macht hier Talentscouting und will uns die Leute abwerben. Aber wenn man genau hinguckt auf seinen durchtrainierten Körper, dann steht hier auch ABC 100 Jahre. Wie lange bist du schon dabei? Ja, eigentlich erst 2 Jahre. Verfolgt habe ich das Ganze schon ein bisschen länger und habe auch die Zeiten miterlebt, wo es beim ABC ein bisschen runterging. Aber durch meinen kleinen Sohnemann, der jetzt auch bei den Bambinis dabei war, habe ich wieder Lunte gerochen. Und erste Mannschaft ist natürlich unser Aushängeschild. Wir haben letztes Jahr sehr, sehr viele Spiele zusammengeguckt. Umso bitterer der Saisonabbruch. Aber ja, jetzt sind wir dieses Jahr jedes Jahr dabei, jeden Tag dabei. Und das mit dem Training, das ist ja jetzt so eine Luxussituation, dem geschuldet, dass ich beruflich halt auch nicht so viel reisen darf, ne? Ja, da kriegst du mal ein bisschen was mit von dem Verein. Und ich meine, jetzt bei so viel Neuzugang, was wir haben, da vorne rennen sie alle rum. Man weiß gar nicht, wen soll man an welchen Positionen so sagen, du bist da ein Stammspieler. Weil ich muss sagen, die sind alle echt gut drauf. Was hast du von Eindruck von den Neuen? Ja, ich sehe es genauso wie du. Und du hast es auch in den ersten Interviews ja schon angesprochen. Wir sind in der Tiefe wahnsinnig gut aufgestellt dieses Jahr. Jede Position mehr oder weniger gut doppelt besetzt. Und das spricht natürlich für ein ABC dieses Jahr, ne? Ja, das ist ja so, es waren ja schon einige Durchmärsche. Klar, der Johnny hat da ganz schön Gas gegeben und hat auch ein paar echte Duftmarken in der Liga gesetzt. Und jetzt ist natürlich der Anspruch wieder hoch.
Schaffen wir es noch mal eine Liga weiter? So unter uns hört ja keiner zu. Wie glaubst du denn, wie sieht am Ende der Saison unser Saisonplatz aus? Ja gut, ich eier da nicht so rum. Also ich würde es mir wünschen. Ja. Ich glaube, die Jungs sind auch hungrig. Das ist ja eine Sache, die gewachsen ist. Du hast es richtig gesagt. Wir haben dreimal einen Durchmarsch gemacht. Vielleicht gar nicht schlecht gewesen, zweimal es jetzt nicht zu schaffen, zwar unter diesen bitteren Corona-Umständen. Jetzt ist die Infrastruktur vielleicht ein bisschen besser. Die Mannschaft in der Tiefe breiter. Also gibt es nichts drumherum zu eiern. Wir würden uns, glaube ich, alle freuen, wenn es klappen würde dieses Jahr. Das glaube ich auch. Also wir sind gespannt. Wir beide, wir gehen immer ins Stadion. Ich natürlich in die Kabine, um euch als Stadionsprecher willkommen zu heißen. Und du bist sicherlich als Zuschauer mit deinem Nachwuchs dabei, oder? Das haben wir vor. Wir wollen da toppen von letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir zumindest mal einmal gefehlt. Dieses Jahr haben wir was nach oben zu korrigieren. Also vielen Dank. Bis bald zum nächsten Stadionbesuch. Danke dir. Danke dir.